Ja, wir haben das letzte Mal Bärlauchpesto in der Küche verwendet. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man das Bärlauchpesto auch zubereitet. Ich habe dazu Bärlauch gesammelt, habe ihn gewaschen und habe ihn in der Salatschleuder trocken geschleudert, denn es ist wichtig beim Bärlauchpesto, dass da kein Wasser drinnen ist, sonst verdirbt es sehr leicht. Es geht auch mit dem Pürierstab, wenn Sie den zu Hause haben. In unserem Rezept steht 50 Gramm Bärlauch. Ich gebe jetzt hier mal den Bärlauch rein, dass es 50 Gramm sind. Ich schneide den auch gar nicht vor. Das schafft der Pürierstab, dass er den klein macht. So haben wir 50 Gramm. Wichtig ist jetzt, dass man gleich von Anfang an Öl dazu gibt. Es wird also der Bärlauch mit dem Öl zusammen püriert. Erst später kommen dann die übrigen Zutaten dazu. Man kann es hier nochmal abwiegen, aber Sie können einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe den Pürierstab eingesteckt und Sie sehen es hier in dem Becher. Jetzt geht es dann relativ schnell. Wenn sie schon mal so grob zerkleinert sind, dann können wir noch ein bisschen Öl reintun und die anderen Zutaten. Als andere Zutaten empfehlen wir immer einen Hartkäse. Ich habe jetzt hier einen extra alten Bergkäse. Den reibe ich aber vor, wenn ich es mit dem Pürierstab mache. Mit so einer kleinen Raspel. Da kann man hier den Bergkäse so dann in Flocken machen. Dann geht es nämlich mit dem Pürierstab sehr gut. Ich gebe ungefähr 4 Esslöffel von dem würzigen Käse dazu. Wie gesagt, Sie können, wenn Sie Parmesan gern mögen, auch hier einen Parmesan nehmen, aber ich mag gern den heimischen Käse dazu. Und ich habe auch noch vorbereitet hier Walnüsse. Die sind aus dem vergangenen Herbst. Es rentiert sich immer, wenn Sie einen Walnussbaum haben oder wenn Sie Walnüsse bekommen, dass Sie die aus der Schale nehmen und dass Sie die in Beutel eingefrieren. Nüsse haben sehr viel Öl, das wird sehr schnell ranzig. Darum sollte man sie dann eingefrieren, das hält den Verderb auf. Ich gebe jetzt hier noch von den Walnüssen dazu, von den geriebenen. Ich gebe noch ein bisschen Öl dazu. Püriere nochmal und dann müssten wir eigentlich unser Bärlauchpesto schon fertig haben. Wie lange Sie hier pürieren, das hängt natürlich davon ab, wie fein Sie das Pesto haben wollen. Und Sie sehen hier ohne große Hexerei, auch einfach nur mit einem Pürierstab, ist es gelungen, dass man ruckzuck ein wunderbares Bärlauchpesto gemacht hat. Schmeckt wunderbar, einfach nur Nudeln kochen und dann unter die heißen abgeschreckten Nudeln nur das Pesto drunter, ist ein Gedicht jetzt im Frühjahr. Ich fülle das gleich noch in ein Glas ab. Die Gläser fürs Pesto am besten immer auskochen, dass wirklich keine Keime drinnen sind, das ist ja sehr empfindlich. Und ich stelle sie dann immer noch zum Trocknen bei 150 Grad in den Backofen rein, dann sind auch keine Wasserreste mehr drinnen. Und auch die Deckel sind ordentlich trocken und es ist eigentlich fast nochmal wieder desinfiziert mit der 150 Grad Wärme. Dann lässt man sie wieder abkühlen und dann kann man das Pesto einfüllen und dann kann man sicher sein, dass man keine Keime mit drinnen hat und die wertvollen Inhaltsstoffe auch erhalten bleiben. So, ich nehme immer extra kleinere Gläser, nicht die großen, denn das Pesto verdirbt ja auch sehr schnell. Sie können es jetzt hier so im Kühlschrank so ungefähr 14 Tage aufbewahren. Wenn Sie es länger aufbewahren wollen, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie es eingefrieren. Man kann also diese Gläser, so wie sie sind, auch eingefrieren. Und Sie sollten darauf achten, dass Sie oben nochmal eine Schicht Öl drauf geben, dass es wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Und so haben Sie ein super Bärlauchpesto mit heimischen Zutaten, Ihre eigenen Nüsse mit untergebracht, vielleicht den Käse noch bei uns aus dem Landkreis mit untergebracht. Ein tolles würziges Geschenk und ein guter Gruß aus der Küche und immer gut zu essen. Und wie gesagt, wenn Sie es in Gläser abfüllen, dann verschließen und in die Gefriertruhe stellen, dann können Sie es nach Bedarf herausnehmen und Sie haben das ganze Jahr über frisches Bärlauchpesto. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit.